Was soll ich denn sagen? Hallo, lieber Videofreund. Heute soll ich hier mal eine Ansprache halten, weil meine Frau mehrmals darauf hingewiesen wurde, dass sie zu viel und ich zu wenig rede. Genau. Und jetzt hat sie ihr die Sprache verschlagen. Genau. Wir möchten uns bedanken für 2000 Abonnenten. Hätten wir nie gedacht, als wir angefangen haben, dass wir mal so viele Abonnenten für unseren Kanal haben und auch viele liebe Zuschriften bekommen, die uns auch dazu motivieren, weiterzumachen. Und wir haben viele schöne Erlebnisse, die wir auch teilen, die andere ihre Erlebnisse mit uns teilen. Man füttert sich sozusagen gegenseitig auch mit Informationen und hilft sich gegenseitig weiter. Und wir hoffen, dass das auch in Zukunft so weiter so klappt für die nächsten Jahre. Das weiß man halt nicht. Genau. Das hätten wir jetzt schon mal festgehalten. Dass du mit hoffst, dass es so bleibt. Ja. Und dass er auch Freude dran hat. Das ist jetzt offen ausgesprochen. So. Damit habe ich ihn. Womit er ja nun doch bestätigt hat, dass es ihm auch ein bisschen Spaß macht mittlerweile. Lass ich rechtlich nicht so nicht gelten. Also, ja, wir hoffen natürlich, dass es wirklich weitergeht, weil wir wissen ja nicht, was kommt mit Artikel 13, 17. Wir haben auch dazu ja damals unsere Stellung bezogen, weil es halt eben unseren Kanal betrifft. Ansonsten äußern wir uns ja nicht so politisch, obwohl wir politisch sehr nicht aktiv sind, in dem Sinn, dass wir irgendwas tun, aber wir unterhalten uns aktiv zu Hause auch über Politik, ne? Hin und wieder. Und aber wir äußern uns eigentlich nicht dazu, aber in dem Fall war es halt eben, betrifft es unseren Kanal. Wir können jetzt einfach nur hoffen, dass es irgendwie weitergeht und dass diese Upload-Filter nicht so schlimm werden, wie wir es befürchten, dass man halt dann kaum noch ein Video ausstellen kann. Dann betrifft es allerdings auch alle, ja. Nicht nur uns. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir hoffen auf jeden Fall. Und wir können nur eins machen, eben bei den nächsten Europawahlen jetzt im Mai das Richtige wählen und auch bei den Bundestagswahlen dann das Richtige wählen. Mehr können wir für die Geschichte nicht tun. Ja, Michael hat alles gesagt. Ich wollte noch einen kleinen Nachtrag geben. Ich bin ja die Labertasche hier, ja. Aber eben 35 Jahre Friseur lassen sich eben auch nicht so ganz wegstreichen. Und ich bin auch sehr viel alleine. Nehme ich die nächsten 2 Wochen wieder. Und dann ist nicht viel Gespräch bei mir zu Hause. Und wenn ich dann mal unterwegs bin, na, dann packe ich auch alles raus, was sich so angestaut hat. Es ist halt einfach dann so. Also in diesem Sinne, auch von mir herzlichen Dank für 2000 Abonnenten. Und wir hoffen, es geht weiter. Und wir können auch eventuell, wenn alles gut geht, nach Norwegen fahren. Schauen wir mal. So richtig freuen können wir uns ja noch nicht, weil wir immer abwarten müssen, was die Mama so macht. Aber auf jeden Fall hat sich ihr Zustand stabilisiert. Es geht ihr besser und wir hoffen jetzt. Ne? Also, es gibt irgendwas wird es geben. Irgendwas wird es geben, genau. Jetzt ist ein bisschen Ruhepause bei uns. Michael muss die nächsten 4 Wochen arbeiten. Dann ist Urlaub angesagt und dann melden wir uns wieder vor dem Urlaub. Haben Sie jetzt 4 Wochen Ruhe vor meinem Gelaber? Ja, jetzt 4 Wochen Ruhe vor uns. Also bis bald und Dankeschön.